Hagebuttene. Ja, meine Leute, Servus und herzlich willkommen zurück bei der Hagebuttene. Ja, ist wieder mal eine Menge passiert. Ich sollte wohl mal meinen Arbeitspulli bei eBay verkaufen. Der schnürt mich dann doch immer ein bisschen ein. Aber egal, hier sind wir wieder. Beim Dicken war wieder viel los. Und gut, großartige Neuerungen gibt es jetzt nicht. Das wäre dann auch etwas komisch, aber nun ja, ein paar Sachen gab es ja dann doch. Er ist, wie immer, nicht derjenige. Dann hat er jetzt wieder was Neues. Naja, was heißt was Neues? Rainers Ideen sind immer aufgewärmte alte Ideen. Denn jetzt hat er sein Meinungsformat von damals reaktiviert. Ja, jetzt labert er halt irgendeinen Quatsch. Damals ging es ja eher so um Politik und Weltfrieden und ähnliches Zeug. Nein, jetzt geht's woanders. Jetzt geht's einfach nur um meistens Gegenstände oder irgendwie sowas. Also, ja. Was soll man da groß zu sagen? Dann gab es Gerüchte, dass es ein erstes richtiges Anzeichen von Diabetes gegeben haben soll. Nämlich in einem Stream, wo er eine Überzuckerung gehabt haben soll. Das habe ich selber auch noch nicht gesehen. Würde ich mir dann auch ganz gerne nochmal angucken. Und er hat mal wieder einen Meltdown gehabt. Jedoch im Privat-Discord. Von daher gibt es da, soweit ich weiß, auch keine Aufnahme. Falls doch, sagt mal an, meldet mir das gerne unten rein, dann zimmern wir uns das zusammen rein. Genau. Ja, jetzt hat er wieder neues Video rausgeschmaßt. 50 Fakten. Fakten mit CK. Über mich. Also jetzt nicht mich, sondern ne? Unseren fleischgewordenen Nahrungsterminator. So, dann wollen wir uns das doch mal anhören. 50 Stück, das kann was werden. Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen beim Faktenvideo. Und wieder Gesichtskirmes und Metal-Leute. Zum 100. Mal mache ich ein Faktenvideo. Aber, man muss dazu sagen, ihr habt es euch gewünscht. Ich habe eine Abstimmung gemacht letztes Jahr. Das ist schon ein bisschen her, also... Bei ihm läuft das, geht das halt ein bisschen langsamer. Das ist so mal so. Quatsch. Ich habe eine Abstimmung gemacht gestern, also letzten Tag. Muss er jetzt wirklich spezifizieren, was gestern ist? Leute, gestern war der letzte Tag jetzt hier nach vor heute Ding. Genau. Das ist dieser Tag nach vorgestern, also das ist der Tag heute vor zwei Tagen. Genau. Ich bin noch nicht mehr so neben der Spur. Also ich habe eine Abstimmung gemacht gestern. Und es haben 21 Leute abgestimmt. Was mich aber überrascht hat, war... Muss man sich auch mal reinziehen. 21 Leute haben abgestimmt. Wie viele Abonnenten hat der nochmal? Also... Da ist kein einziger negativer Beitrag dabei, weil es war nicht nein, es war auch kein du Depp oder sowas dabei, es ist so eine Fangfrage, die ich immer mit reinmache, sondern es war ausnahmslos alles auf ja. Das habe ich noch nie gesehen. In 10 Jahren, die ich jetzt fast schon YouTube mache und auch schon andere YouTuber verfolge und schaue und hier und da und keine Ahnung, ich habe noch nie eine Abstimmung gesehen, noch nie, die so eindeutig war. Ich habe euch auch mal das Bild mit reingeballert, das kann ich euch hier mal kurz einfügen, weil ich mir vorhin extra einen Screenshot davon gemacht, das ist echt übel, das ist richtig, richtig krass. Der Screenshot jetzt, dass du einen Screenshot gemacht hast, oder die Umfrage jetzt.
Wenn nur 21 Leute mitmachen, ist es halt schon eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es eindeutig ist. Das ist trotzdem komisch, warum haben da nur 21 Leute mitgemacht? Gut, Ach du, der passt es wieder nicht eingeblendet, meine Güte. Hat er wieder vergessen. Jetzt hat er jetzt extra den großen Arbeitsaufwand gemacht und einen Screenshot gemacht. Also, das dauert schon mehrere Stunden, sowas zu machen. Das ist nicht mal eben so geschehen. Also, ein Screenshot ist schon harte Arbeit. Und jetzt blendet er den nicht mal ein. Also. Rede gar keinen Sinn. Wir fangen mal mit den Fakten an. Zu ein paar Fakten sage ich noch ein bisschen was dazu. Zu den meisten Fakten laber ich aber einfach mal ein bisschen, radder ich einfach ein bisschen runter. Aber ich möchte dem Ganzen ja auch ein bisschen meine Persönlichkeit aufdrücken. Schließlich ist es eines meiner Videos. Und da möchte ich entsprechend natürlich auch ein bisschen über ein paar Sachen sprechen. Ein paar Sachen sind keine hundertprozentige Eindeutigkeit, wie zum Beispiel die Sache mit meinem Gewicht, weil es etwas ist, das sehr viel schwankt, vor allem in der letzten Zeit. Genau, und manche Sachen sind halt generell. Das Einzige, was schwankt, bist du beim Gehen, aber nicht dein Gewicht. Das steigt eher exponentiell an. Etwas Ja, und jetzt links, rechts. Zack, zack. Auf die Wangen. gestern und heute. An jedem Tag ist hier eine Spinne. Ich weiß nicht, was das ist. So schon schaut es ja nicht gar nicht aus. Und es gibt ja auch eigentlich gar nichts, was die groß fressen könnte. Mann. Also, fangen wir von vorne an. Also wir fangen jetzt nicht ganz von vorne an, sondern wir machen jetzt die Fakten. Wie gesagt, es gibt ein paar Fakten, die keine hundertprozentige Eindeutigkeit haben. Aber ich werde mich dann gleich dazu noch äußern. Also, fangen wir vorne an. Das erste ist ein Fakt über meine Augen. Bitte nicht so nah ran. Und zwar, dass ich eine besondere Augenfarbe habe. Jetzt gerade habe ich blaugraue Augen und so sehen sie auch normalerweise aus, wobei sie heute mehr grau sind, glaube ich, als blau. Das liegt aber an der Tageszeit, das liegt an dem Lichteinfall und das liegt vor allem auch irgendwie an meiner Stimmung. Na. Also kommt heute ein 50 Lügen-Video. Rainer Winkler, Rainero Winklero, behauptet hier, er kann seine Augenfarbe ändern, je nach Stimmung. Und Lichteinfall. Und Tageszeit. Also. Ja, nee. Nee. Weil wenn du dir da Kontaktlinsen reinknallst, ja, dann hast du eine andere Augenfarbe. Aber so wird die sich nicht einfach mal eben so, weil du Bock drauf hast, ändern. Also ohne, dass du irgendwas machst. Ich meine, nur weil du sauer bist, hast du jetzt nicht, keine Ahnung, plötzlich eine rote Iris. Das macht keinen Sinn. Das wird auch nicht einfach so passieren. Aber er muss sich hier wieder als was ganz Besonderes hinstellen. Weil bloß nicht normal sein. Ne? Das will man ja nicht. Normalerweise sollte das eigentlich nicht sich verändern, groß, aber es gibt manche Menschen, glaube ich, habe ich mal gelesen, Habe ich mal gelesen. Wenn du das schon wieder hörst, dann weißt du genau, absoluter Schwachsinn. bei denen das so ist. Und bei mir ist das so, war Ja. auch schon immer so. Ja. Ich habe als Kind tiefblaue Augen gehabt, dann als ich älter wurde, wurden die so graublau und jetzt mittlerweile sind sie auch graublau. Weil die wurden dann graublau und jetzt mittlerweile sind sie graublau. Aber wehe, wenn ich sauer bin, dann sind sie türkisgrün mit blauen Punkten drin. Haben aber manchmal den Hang zu grün und zu blau. Also die switchen ein bisschen zwischen grau und blau und grün hin. Grün habe ich aber bisher nur ein, zweimal gesehen in meinem Leben. Ich glaube, zweimal habe ich es bisher gesehen. Und das ist auch irgendwie, muss ich da wirklich, da müssen bestimmte Gegebenheiten stimmen. Das muss wirklich früher morgens sein, ich muss gut drauf sein. Was für ein Schwachsinn. Also, das ist eine. Das ist so Satire mittlerweile, oder? Also, das kann er doch. Und ja, das muss auch meistens ist es auch im Sommer so. Also das war jetzt immer im Sommer der Fall. Die neigen auch generell in der Früh sowieso eher zu grün als zu blau. Ich habe keine Ahnung wieso. Auf jeden Fall ziemlich cool. Seht mich an, ich bin was Besonderes. Ich kann meine Augenfarbe ändern. Ja, geil.
Gut. Entschuldigt. Mann, diese Qualitätsvideos hier wieder, das ist wow. Ja, next level shit. So, der zweite Fakt ist, dass ich keine Videospiele spiele. Das sollte aber eigentlich nichts Ungewöhnliches sein. Es sind auch viele Trash-Fakten dabei, weil 50 Fakten zu sammeln war nicht leicht. Der Fakt Nummer 3 ist, ich bin YouTuber. Toll. Wahnsinn. Toller Fakt. Ja, ich weiß, es ist ein überraschender Fakt, aber es ist tatsächlich so. Fakt Nummer 4. Ist auch nicht sonderlich überraschend für viele. Ich diskutiere gerne über Sex. Das heißt nicht, muss ich dazu sagen, es heißt nicht, dass ich jetzt gerne Sex-Talks führe. Ich diskutiere gerne über Sex. Heißt aber nicht, dass ich jetzt gerne Sex-Talk führe. Also wir wissen alle, dass es natürlich bei ihm das bedeutet und dass er das gerne macht. Aber nein, das mag er nicht, überhaupt nicht. Ja, sondern das heißt, dass ich mich gerne über das Thema an sich unterhalte, über verschiedene Vorlieben, über verschiedene Gegebenheiten, über verschiedene Erfahrungen und Erlebnisse. Ich tausche mich über das Thema gerne aus. Ja, man will halt immer gerne das haben, was man halt nicht hat, ne? Unabhängig davon, ob ich mit einer Person was anfange oder nicht oder habe oder nicht. Es geht mir einfach da lediglich um den Austausch der Erfahrungen und um den Austausch der Situationen und so weiter. Dass du dir halt wieder neuen Stoff zusammenholen kannst für deine Lügengeschichten, weil es halt irgendwann aufhört mit dem, naja, mit der Fantasie auf dem Gebiet. Da muss man halt von jemand anderem, der das vielleicht schon mal gehabt hat, dann die Storys aufschnappen, wie so ein Schwamm, und dann kann man die kurz aus Er wird ich, und dann hat man schon wieder eine neue Erfahrung gesammelt, die man dann ganz stolz erzählen kann. Ja. Oder der eigenen Vorlieben und so weiter. Das ist einfach so ein bisschen, um meinen Horizont zu erweitern in diesem Bereich, weil ich war ja auch relativ lange Jungfrau. Von Frauen her gesehen zumindest. Männlich ist es schon ein bisschen länger her, als ich da Jungfrau war. Bitte jetzt nicht weiter ins Detail gehen, aber danke, ja. Nee. Aber ja, wie dem auch sei. Ich bin ja auch bisexuell zum Beispiel und deswegen interessiert mich dieses Thema an sich sowieso besonders sehr. Du bist immer noch nur bisexuell, weil du dir gedacht hast, warum stecke ich meine Angel nur in einen Teich, wenn ich sie einfach ins Meer schmeißen kann? Da ist doch die Chance viel höher, dass ich irgendwas fange. Also, komischerweise ist dein Hauptaugenmerk liegt da nur bei Frauen und nicht wirklich bei Männern, wenn es ums Thema Sex geht. Weil sobald er irgendwie wieder eine vermeintliche Mulle am Start hat, ein Bärchen, ist irgendwie das Thema Bisexualität so ziemlich vergessen, weil dann hat er ja Freundin und will direkt noch eine haben, weil eine reicht ihm ja wieder nicht. Besonders sehr. Das ist... Machen wir den nächsten Fakt. Das ist schon direkt der Fakt, wo ich gesagt habe, dass unter anderem ein bisschen schwankt. Und zwar ist es hier, ich wiege aktuell zwischen 170 und 190 Kilo. Wir hatten vorgestern hatte ich einen Tag, an dem ich 69, also 169 gewogen habe. Und heute waren es 184. Wie soll das gehen? Wie? Hä? Sag mal. Und von 169 auf 184 an einem Tag, das sind 15 Kilo, Rainer. Wie zur Hölle soll das gehen? Das kann doch beim besten Willen nicht sein, ey. Der hängt sich doch da irgendwelche Bleiwesten um. Um abzunehmen, dann hat er ein Erfolgserlebnis. Dann geht er auf eine Waage, hängt sich diese Weste um. Oh, 278 Kilo, Dann geht er am nächsten Tag dann wieder auf die Waage, dann ohne die Westen. Oh, hab ich abgenommen. Da steht ja nur noch 100... Oh.
Ding hier, 203 Kilo. Mann. Aber fühle mich viel besser jetzt. Das Problem ist, dass ich dadurch, dass ich momentan zu viel Wasser in den Beinen habe, ich habe ja momentan Wasser in den Beinen, das ist immer im Sommer der Fall, im Winter ist das nicht der Fall. Ach so. Also gestern hast du 169 Kilo gewogen und heute auf einmal 184. Also hast du entweder 15 Liter Wasser getrunken, die jetzt alle in deinen Beinen sitzen, so ungefähr wie bei Thaddäus und den Krabbenburgern, wo sie dir alle in die Schenkel rutschen. Also er trinkt jetzt seinen Affe. Was rede ich hier eigentlich von Wasser? 15 Liter Monster Energy hat er jetzt gesoffen und die sickern jetzt alle runter in die Beine. Und da kommen sie auch nicht weg. Nur halt, wenn er unten den Zapfhahn aufmacht oder den Zehennagel von seinem großen Zeh abklappt, dann läuft das da alles raus und dann ist er 15 Kilo leichter. Ja, geht natürlich auch. Oder nur selten. Und da ist es wirklich so, dass ich jetzt kommt die Polizei, Tor. Egal. Da ist es jetzt so, dass ich dadurch, dass ich so viel Wasser habe, eine ziemlich starke Schwankung von meinem Gewicht her habe. Also im Schnitt dürfte ich zwischen 170 und 180 Kilo wiegen. Vorhin war es noch 190. Da ich aber momentan, wie gesagt, so einen starken Wasserhaushaltsschwank habe. Und ich momentan versuche, das ein bisschen in den Griff zu kriegen durch Tabletten und Medikamente und auch durch Ernährung, weil auch Ernährung spielt das sehr mit rein. Na Mensch. Hat nicht unbedingt was mit dem Gewicht zu tun, wobei das Gewicht auch noch dazu spielt natürlich, aber es geht auch um die Ernährung alles. Und vor allem tritt es vor allem bei Menschen auf, die viel sitzen. Und da ich fast nur sitze an meinem Rechner, wisst ihr Bescheid. Dass das auch bei Menschen auftritt, die halt nie Sport machen oder sich generell halt fast gar nicht mehr bewegen. Und halt wirklich, halt liegt, natürlich liegt das am Gewicht, woran denn sonst? Also zusätzlich. Und natürlich an deiner, ich will es mal vorsichtig nennen, Ernährung. Und womöglich auch daran, was du sonst dir noch so alles neischürst. So, Fakt Nummer 6 ist, ich habe ein eigenes Haus. Die Hater würden sagen, ich habe eine Schanze oder ich habe eine Bruchbude. Ja, das ist ja jetzt auch nicht gelogen. Ja, hast du ja auch. Ich kann mich auch vor irgend so eine Ruine stellen und sagen, ich habe mein eigenes Haus. Ja, toll. Aber sowohl eine Schanze als auch ein Haus ist ein Haus. Eine Bruchbude ist ein Haus, meine ich. Also, Fakt ist, ich habe. Ja, das stimmt wohl, dass eine Bruchbude auch ein Haus ist oder mal war. Beziehungsweise bei dir ist es ja tatsächlich noch eins. Kann man ja noch durchgehen lassen. Ein Haus. Ein eigenes Haus. Ganz wichtig. Ja. Fakt Nummer 7. Ich bin im Oktober meine Pfändungen los. Das heißt, ich habe ab Oktober vermutlich wieder kompletten Zugriff auf meine gesamte Kohle, die ich im Monat verdiene. Was mir natürlich einen großen Vorteil gibt, weil ich dann durch auch endlich andere Schulden, die nicht durch Pfändungen getilgt werden, leichter abbezahlen kann. Was bedeutet, ich dürfte wohl bald meine Schulden größtenteils getilgt haben. Vor allem bei dem Betrag, den ich aktuell verdiene. Ich verdiene im dreistelligen Bereich und ich verdiene schon weit mehr als nur im dreistelligen Bereich, sondern es geht schon mehr in die Mitte des dreistelligen Bereichs. Dem ist aber bewusst, was dreistelliger Bereich bedeutet. Und zwar Mitte dreistelliger Bereich. Dann reden wir hier von 500 Euro. Gut, wenn das jetzt am Tag ist, dann ist das ziemlich viel, Rainer. Ist das jetzt im Jahr, dann ist es ziemlich wenig. Kommt jetzt auf dich an. Aber ich schätze mal, er meint die Mitte des dreistelligen Betrages im Monat. Dann wären das 500 Euro im Monat. Ich weiß nicht, ob man da jetzt groß mit flexen muss. Also, boah, Wenn ihr versteht, was ich meine. wenn ihr versteht, was ich meine. Ich weiß jetzt nicht, was. Entweder kommt er jetzt mit den Zahlen durcheinander und meint irgendwie, keine Ahnung, die Mitte von einem vierstelligen Betrag oder fünfstellig, was absolut schwachsinnig wäre. Also ich bin mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass die Zahl stimmt, aber dann verstehe ich nicht, warum er jetzt da mit flexen muss. Und nein, das ist kein Witz. Auch wenn die Hater darüber immer lachen und glauben, dass es nicht so ist. Werdet ihr ja in ein paar Monaten sehen. So, Fakt Nummer. Fakt Nummer 8.
Ich esse Mozzarella normal ohne Tomaten. Das heißt, normalerweise, ich habe es jetzt neulich schon in einem Faktenvideo, in einem Video, wo ich über das Gewürz gesprochen habe, erzählt, ich esse normalerweise keine Tomaten zum Mozzarella, sondern ich esse den Mozzarella blank mit Gewürzen. So, Fakt Nummer 9. Ja, das haben wir schon gesehen, wie das aussieht. Und das, wenn man das gesehen hat, hat man nicht mehr wirklich Bock auf Mozzarella. Ich bin stur. Ja, ich bin stur. Doch, bin ich. Mit wem redet er jetzt? Ernsthaft bin ich. Mann, ich bin stur. Okay. Ist das jetzt Schizophrenie oder was ist da jetzt am Start? Mit wem redet er denn jetzt? Ist schon wieder die Freundin zu Besuch. Also nicht stier, sondern stur. Obwohl, da gibt es, glaube ich, keinen großen Unterschied. Oh meine Güte, ey. Oh. Das ist so cringe. Das ist wirklich unglaublich cringe wieder. Es ist. Das Gemächt des Schlees habe ich auch in der Hose. Oh, Junge, nee, ey. Sind wir jetzt im Kindergarten angekommen, ey. Und so redet ein. Meine Güte, ey. Und er wundert sich. Es kannst du dir. Es ist. Oh. Ja, Rainer, du hast das Gemächt eines Stiers in der Hose. Ja. Na klar, was du in der Hose hast, ist das Gemächt eines Ochsen. Wenn er versteht, was ich meine. So, Nummer 10, und damit haben wir schon ein Fünftel der Fakten durch. Stimmt das? Ja. Ich habe ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Was du hast, ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, bei der du dich selbst für den Allerallergeilsten hältst und alle anderen für, naja, sehr viel weniger als das, was du bist. Und da du der absolute Oberlord bist, sind die anderen alle deine Untertanen. Ja, das hast du. Ich weiß, was ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Also, ne? Ich habe ein starkes Selbstbewusstsein. Reden kann man viel, wenn der Tag lang ist. Stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Fakt Nummer 11. Ich weiß, was ich will. In Klammern. Auch wenn ich nicht immer weiß, wie ich es anstelle. Das heißt im Klartext, ich weiß genau, was ich habe, was ich vorhab, was ich will, was ich machen will, aber manchmal kann ich es nicht umsetzen oder ich kann es zwar umsetzen, aber weiß nicht genau, wie ich es anstellen soll, es umzusetzen. Das ist vor allem im Thema Musik oder Ich weiß, wie ich es umsetze, aber ich weiß nicht genau, wie ich es anstelle, es umzusetzen. Das sind wieder Sätze. aber auch im Thema Bild- und Videobearbeitung manchmal nicht so ganz einfach. So, dann sind wir beim Faktoro Numero 12. Und dieser Fakt ist auch ganz interessant, den sollte aber fast jeder über mich auch kennen. Ich liebe die Natur. Und dann sind Fakt Nummer 13 naheliegend, ich liebe Tiere. Fakt Nummer 14. Ja. Die Tierliebe zeigt sich vor allem in verhungernden Pferden und Hamstern, die jetzt seit mehreren Jahren schon Winterschlaf halten. Also, ja. Und am Anfang des Videos kloppt da noch eine Spinne aus seinem Tisch kaputt. Tierliebe, Leute! Bald wird sich in meinem Leben viel positiv ändern. In Klammern, wenn auch nicht nur. Also es wird definitiv auch viele Faktoren geben, die mein Leben wieder nicht ganz so einfach machen. Aber es sollte sich trotzdem einiges, allein durch die Sache mit der Pfändung sollte sich sehr. Ja, er meint jetzt nur, dass die Pfändung da weg ist, was auch keine Ahnung, was da runtergeht von seinen Einnahmen. Meint er, dann löst sich alle Probleme in Luft auf. Und dann wird er jetzt im Oktober irgendwann, ist die Schanze dann eine Luxusvilla und er fährt da. Ach nee, kann er nicht. Aber dann hat er halt seinen Geheimdienst, so. Und seine persönliche Security, die da vor der Schanze steht. Ja, man wird sehen. Man wird sehen, was sich da ändern wird. Viel ins Positive verkehren, was ich vorher halt nicht hatte. Entschuldigung. Ich bin einfallsreich, das ist die Nummer 15.
Dass ich einfallsreich oder ideenreich bin, sollte ich auch im Laufe der letzten Jahre öfter mal bewiesen haben. Nein, hast du nicht. Das einzige Mal, wo du das irgendwie bewiesen hast, waren deine Fliesen, die du verlosen wolltest. Ist da jetzt eigentlich mal was draus geworden? Ich weiß es nämlich selber nicht. Also wenn da irgendwer was drüber weiß, fände ich es richtig nice, wenn das mal unten eingemeldet wird, weil ich würde echt gern wissen, ob der das jetzt gemacht hat mit seinen Fliesen. Das ist so ein bisschen an mir vorbeigemeldet. Fände ich echt interessant. Aber ja, das war mal ein wenig einfallsreich. Muss ich ihm zugestehen. Das hat nämlich, glaube ich, noch niemand vorher gemacht. Aber ansonsten ist da nicht viel Einfallsreichtum zu erkennen. Er wärmt seine alten Formate auf, nennt sie anders oder nennt sie gleich. Und das war's. Und er redet doch sowieso nur immer über das gleiche Thema. Er selbst und die Hater. Denn in den letzten Jahren war es oft so, dass ich mit Leuten zu tun hatte oder mit Sachen zu tun hatte, da muss ich meine Fenster einwerfen und so weiter. Und ich habe es geschafft, sowohl mein Tor als auch meinen Zaun, als auch meinen Garten, als auch alles andere irgendwie einfallsreich wieder halbwegs zu machen. Ist nicht immer ganz einfach, aber ja, im Normalfall fällt mir immer irgendwas ein, auch wenn ich nicht immer gleich weiß, was. Fakt Nummer 16. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Skript geschrieben habe, das war auch heute, also am, was haben wir heute? Den 18.8. haben wir jetzt um 20:17 Uhr. Der Mittwoch ist das. Da ist es so, dass ich exakt 149.784 Abonnenten habe. Sprich, eigentlich könnte man den Fakt auch minimal umbenennen und sagen, Fakt, ich werde wohl innerhalb der nächsten 2 Tage spätestens die 150.000 Abos knacken. Wenn ich das aber sage, dann werden definitiv viele Hater wieder deabonnieren. Deswegen habe ich gesagt, wie viele Abos ich zu diesem Zeitpunkt hatte. Hatte, wohlgemerkt, nicht habe. Mal vermutlich habe ich weniger oder schon wieder mehr. Das ist ganz unterschiedlich. Die Fakten Nummer 17 sind, ich trinke zu viel Energy. Ja, und er hat seine Ernährung jetzt geändert oder achtet da mehr drauf. Wie gesagt, vom Energy-Saufen, ne, wird das Wasser in den Beinen nicht weniger, sondern das Wasser in den Beinen wird Energy. Sag bloß. Fakt, wo war ich jetzt? Fakt Nummer 18. Ich koche auch nur mit Wasser. Das ist eine kleine Anspielung auf die Aussage, ne? Ja, YouTuber kochen mit Gold so ungefähr. Oder halt auch schau. Sich jetzt hier echt für so ein, keine Ahnung, 5 Millionen Abonnenten Heinz, der da in seiner, keine Ahnung was, den Leuten dann zeigt, dass er auf dem Boden geblieben ist und auch nur zum Kacken in die Knie geht. Rainer, dass du nur mit Wasser kochst, ist uns wohl allen bewusst. Also, es ist aber eher überhaupt ein Wunder, dass du überhaupt was kochst. Ne? Also, das, was du da machst, ist, kann man eigentlich auch nicht wirklich als Kochen bezeichnen. Sich halt was warm machen. Was schon fertig gekocht von jemand anderen ist. Ja. Die Aussage macht bei dir keinen Sinn. Das wäre so, als wenn ein Bettler auf der Straße sagt, also, dass der das aussagt. Oh Leute, ich gehe doch auch nur zum Kacken in die Knie hier. Mensch, ich bin doch einer von euch hier. Ich bin doch auch ein, ja, hier in der breiten Masse der Bevölkerung. Die Arbeiterschicht. Leute, ich bin auch einer. Notice me. Los jetzt. So kommt das wieder rüber bei ihm. Aber er denkt jetzt, oh, die Leute, oh, der Rainer von seinem hohen Ross dort oben guckt zu uns herab und sagt, ich bin auch bei euch da unten. Schauspieler oder Musiker. Jeder von uns kocht nur mit Wasser. Wir sind alles genauso wie ihr, normale Menschen. Er kapiert nicht, wie das wirkt. Also sitzt er in seiner Bruchbude und redet von irgendwie, oh wir, hier meine Leute und ich hier, der, wie hieß er noch, Piadipu? Nee, Pindipai? Nee, irgendwie so. Mit dem bin ich ja auch schon seit Jahren hier richtig, richtig gut. Und dann hier die anderen Fritzen da, die kenne ich doch auch alle hier.
Julian Bambino und Ding hier, wie heißt er denn noch? Ungebumst, ach nee, das bin ich. Ja, weiß auch nicht. Irgendwie hier der mit. Ist ja auch egal. Ich bin jedenfalls mit denen allen cool und wir sind doch. Wir sind doch. Ja, wir sind doch alle cool geblieben hier. Auch nur mit Wasser und, ja. Leute. Fenner bin ich. Fenner. Jetzt stellt er sich schon wieder mit YouTubern und Streamern auf eine Stufe. Sorry, ja, das muss ich hier übrigens mal kurz ansprechen. Ja, ich stelle mich mit YouTubern, Musikern und Schauspielern auf eine Stufe. Eine Schande ist das für diese Leute. Der will sich mit Musikern auf eine Stufe stellen. Mit YouTubern. Also mit welchen, die was tatsächlich Cooles machen und wirklich dafür was leisten, dass sie diesen Qualitätsanspruch, der an sie gestellt wird, auch gerecht werden. Und mit solchen Leuten stellt er sich jetzt hier auf eine Stufe. Dass man sich darüber aufregt, ist wohl klar. Also, ja. Und zwar deswegen, weil ich das bin. Das bin! Das ist wieder richtig schön. Fährt er wieder schön hoch, das merkt man wieder richtig schön, ja, wie ihn das wieder triggert hier. Schon wieder der angepisste Blick, Stimme geht hoch. Weil ich das bin, Leute. Meh. Seht das doch mal ein. Gott, Mama. Ich sag mir das doch auch jeden Tag vorm Spiegel. Irgendwann muss es doch stimmen. Ach, Aini. Du bist was ganz Besonderes. Ja, Selbstbewusstsein und so. Ich bin Musiker, indem ich Musik mit meinen Kumpels und mit meinen Leuten mache, die wir auch, mit der wir auch genug Kohle und Klicks machen. Wenn auch noch nicht so viel, dass wir davon leben können. Und ich bin YouTuber, weil ich YouTube-Videos mache. Schauspieler vielleicht nicht unbedingt. Ich sag mal, willst du jetzt hier... Das soll jetzt nicht sein Ernst. Ein Schauspieler bist du, ja. Diese mit der Freundin aus Denken hast du schon bewiesen, dass du ein ganz hohes Schauspiellevel besitzt. Das war ja wirklich also eine Darbietung sondergleichen. Also. Aber auch Schauspiel gehört zum Teil in meine Videoformate mit rein. Ob jetzt nur in diesem Video hier oder auch in solchen Sachen wie Kurzfilm der Idioten. Ob ich ein guter Schauspieler bin, lasse ich euch entscheiden. Oder könnt ihr selbst überlegen. Aber ich bin einer. Punkt. Weil letzten Endes sind das die Sachen, denen ich nachgehe. Verstanden? Nee. Komm, mach einen Kopf zu, nervt und mach weiter. Gut. Fakt Nummer 19. Der Audi A4, und über den Fakt musste ich lachen, der Audi A4 war mein viertes Auto. Und es war wirklich mein viertes. Mein erster war ein Ford Fiesta, mein zweiter war ein Audi 80, mein dritter war der Ford Mondeo und der vierte war der Audi A4. Und alle Autos haben eins gemein, den Namen vom ersten, denn bei allen ist jetzt Fiesta. Ganz witzig. So, ich trinke kaum noch Kaffee. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich trinke in der letzten Zeit, also heute habe ich... Wofür musst du noch Kaffee trinken? Das macht dich doch gar nicht mehr wach bei den Mengen von Energy, die du reinsäufst. Da brauchst du jetzt nicht noch Kaffee trinken. Zum Beispiel gar keinen getrunken. Gestern habe ich einen getrunken, ja doch, gestern habe ich einen getrunken, aber die ganze Woche habe ich vielleicht 4 Kaffees getrunken und davon 2 an einem Tag. Also ja, ich trinke so gut wie keinen Kaffee mehr. Ich weiß nicht, woran es liegt. Er schmeckt mir immer noch, ich trinke ihn immer noch gerne, aber er ist aus irgendeinem unerfindlichen Grund momentan einfach so, dass ich nicht viel trinke. So. Ich trinke kaum noch Kaffee, wäre jetzt so eine Aussage, ich trinke einmal im Monat eine Tasse und nicht 4-mal in der Woche und manchmal an Tagen auch noch 2 Stück. Aber ich trinke ja kaum noch Kaffee, Leute, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Aber ich trinke ihn schon noch, weil er mir schmeckt und naja, so mehrmals die Woche, aber es ist kaum noch. Dann fragt man sich, was ist denn für ihn jetzt viel? Die am Tag 5 Tassen oder was? Das in Relation mit dem jetzt wäre tatsächlich kaum noch für ihn vielleicht. Also okay, hat er also vorher 5 Tassen Kaffee am Tag getrunken? Oder wie kann ich das jetzt verstehen? Das macht doch schon wieder überhaupt keinen Sinn. Dann der Fakt Nummer 21. Fakt Nummer 21 ist,
Ich habe den, was? Ich habe den Sani Bacardi erfunden. Sani Bacardi ist ja mein Rezept. Das Rezept habe auch nur ich. Also so wie ich ihn mache zumindest. Und das, was ich mache, ist eben der Sani Bacardi, so wie ich ihn mag und so wie ich ihn mache. Und den habe ich erfunden. Also es gibt nur drei Menschen auf der Welt, die diesen auch wissen, wie er geht. Falls es überhaupt jemand noch weiß, weil das eine war mein Vater, das andere bin ich. Das andere ist ein Kumpel, der auch mit dem Internet nichts zu tun hat. Also ja, von daher wird den Sani Bacardi wohl niemals irgendjemand irgendwo sehen, außer ich mache ihm den persönlich. Oh, meine Güte. Was ganz Besonderes hier wieder. Ich kann auch ein eigenes Getränk erfinden. Da kippe ich einfach O-Saft, Ketchup, Knoblauchsoße und was weiß ich was zusammen. Und dann noch. Ja, streusel da irgendwas drauf und dann sage ich hier auch, ich habe den. Was weiß ich. Erfunden. Und dann? Und weiter? Und weiter? Ja, das weiß er selber nicht. So, der nächste Fakt ist die Nummer 22 und das ist, ich habe eine Borderlands 3 Maske. Die habe ich ja in einem Video sogar schon mal gezeigt. Ich habe sie jetzt leider gerade weggeräumt. Die hängt jetzt gerade oben im Arbeitszimmer. Quatsch, oben im Wohnzimmer. Aber habe ich sie an die Wand gehängt. Aber ich habe die Borderlands 3 Maske. So, Fakt Nummer 23, ich rauche maximal 5 Shishas im Jahr. Natürlich muss man jetzt hier sagen, das muss man eigentlich auch minimal umformulieren. Ich rauche maximal etwa 5 Shishas im Jahr. Weil zum Beispiel letztes Jahr habe ich bloß 2 Shishas geraucht. Dieses Jahr sind es jetzt auch schon auch schon 2. Aber das Jahr ist auch schon fast wieder rum. Also wir haben jetzt, ne, den 18.8. Das Jahr ist schon mehr als zur Hälfte rum. Geht schon mehr aufs Ende als auf die Mitte zu. Und oder wir sind schon mehr am Ende als in der Mitte. Und Naja, wir sind näher an der Mitte als am Ende, wenn du das sagen wolltest, aber ach komm. Ja, es ist wirklich so, dass ich halt kaum noch Shishas rauche und ich sauf auch kaum noch Kaffee. Das ist ganz merkwürdig irgendwie. Aber so entwickelt man sich eben auch weiter, ne? Oder auch zurück, würden manche sagen. Willst du uns sagen, Rainer? Ich verstehe es einfach nicht, was er uns damit sagen möchte. Dass er jetzt weniger rumschischert, aber irgendwie auch mehr. Und dass er irgendwie jetzt weniger Kaffee trinkt, aber irgendwie auch nicht wirklich. Was sind das für Fakten? Fakt Nummer 24. Ich habe die Eier der Hater. Was? Was? Du hast die Eier der Hater? Bist jetzt bei jedem eingebrochen, hast die Eier abgeschnitten und hast sie dir an der Wand gehangen oder was? Was ist das denn jetzt wieder für eine Aussage? Jetzt bin ich mal gespannt. In Klammern steht, hängen an meiner Außenwand. Was ist damit gemeint? Ah, die Eierwürfe. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Eigentlich ist es ein Witz, aber es ist trotzdem ein Fakt. Die Hater schmeißen ihre Eier auf meine Hauswände. Wie ihr das versteht, überlasse ich euch. So, Fakt Nummer 25. Ich habe alle 7 Dragon Balls. Die sind jetzt auch oben im Wohnzimmer, aber ich. Ich habe alle 7 Dragon Ball. Okay, das ist jetzt wirklich bescheuert. Ja, dann hast du jetzt einen Wunsch frei. Das freut mich aber für dich. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit alle 7 Dragon Balls bekommen, als in so einer Box, was ich sau cool finde und absolut abfeier. Das sind bestimmt die echten Rainer. Ach Mann, ey. Und es sind so wirklich so Glaskugeln, die sind zwar kleiner als ich erwartet hatte. Ich hatte eigentlich gedacht, die sind ungefähr so handgroß, aber das wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen. Die sind tatsächlich bloß irgendwie so groß ungefähr. Aber es ist trotzdem sau cool, die 7 Dragon Balls im Haus zu haben. Es ist irgendwie mystisch. Finde ich geil. So, 26. Fakt ist, ich trinke fast kein Alkohol mehr. Ab und an ein Bier, aber es schmeckt mir auch noch auch kaum noch. Es ist schon so. Also neulich habe ich zum Beispiel, neulich habe ich ja einen Malibu getrunken. Okay. Zwischendurch habe ich mal einen Bacardi Cola getrunken. Oder Bacardi ein bisschen im Gemischzeug. Okay. Und natürlich ab und zu mal abends ein Bier oder zum Grillen ein Bier.
Aber wenn man bedenkt, ja, dass ich meinen letzten Kasten Bier, der hat mir fast 3 Monate, der hat mir fast 3 Wochen gereicht, fast 4 Wochen. Und das ist ein einziger Kasten gewesen. Den Bacardi, naja, da habe ich jetzt auch, was habe ich da getrunken? 3, 4 Gläser? Das war's, der steht jetzt hier rum seither. Ich trinke kaum noch Alkohol. Ja, also früher habe ich mehr getrunken, ich war jetzt kein Säufer oder so, aber natürlich auf Musik oder in Konzerten und Freunden und so, hat man öfter auch mal zu Hause bei sich gefeiert, hat man auch mal hier und da mal ein Bierchen getrunken oder Geburtstagsfeier und so weiter, hat man auch mal sich ein bisschen hinter die Binde gekippt. Aber völlig absolut uninteressant. Also ich habe letzten Endes hier, ich trinke kaum noch Alkohol, trinke ich kaum noch. Ja, schön, schön, was soll ich jetzt groß zu sagen, ja? Dann ist das halt so. Wenn man halt auch keinen hat, mit dem man irgendwie was zusammen trinken kann, dann geht's halt runter. Also klar, man kann man sich alleine besaufen. Man kann natürlich auch ohne Spaß Alkohol haben. Das ist klar, aber ja, muss er halt wissen. So, Fakt Nummer 27. Ich mag lieber Salziges als Süßes. Das habe ich auch schon mal erklärt. Also ich esse lieber solche Sachen hier. Als irgendwelche Gummibärchen oder Schokolade mag ich ja gar nicht zum Beispiel. Nee, frisst du trotzdem, aber magst du nicht. Nee, ist klar. Ich esse lieber was Salziges als was Süßes. Dann sind wir beim Fakt Nummer 28. Ich schreibe Bücher. Ich habe schon mal gesagt, dass ich eigene Geschichten schreibe und auch erfinde und so weiter. Ja, ich habe noch nichts davon veröffentlicht. Es gibt zwar 2, 3 Veröffentlichungen, die die Hater gemacht haben. Das sind aber eigentlich sind es unfertige Sachen, die noch nicht mal ansatzweise dafür gedacht waren, fertig zu sein. Man muss auch dazu sagen, dass mich das teilweise wirklich meine Laune gekostet hat. Ich habe zwar zwischendurch, ich habe bestimmt 5 weitere Geschichten geschrieben, eins auf einer Insel, eins mit einem Kloster und einige andere Geschichten in die Richtung. Weitere Rumgepimper-Geschichten, wo wir einen Einblick bekommen in seine sexuellen Fantasien, die er so hat und wie er sich denkt, naja, wie er ist im Bett. Also ja, die reinste Cringe-Show natürlich und abartig wie sonst was, aber okay. Mal sehen, ob wir einen Einblick erhalten in diese lyrischen Meisterwerke. Einige Sachen mit verschiedenen Faktoren und verschiedenen Themen, die mich interessiert haben. Aber es hat tatsächlich meine Lust, es nimmt mir meine Lust, wenn ich weiß, dass die Hater solchen Schwachsinn immer veröffentlichen. Aber wenn sie es jetzt hinhaut mit meinen Pfändungen und so weiter, dann kann ich ja spätestens nächstes Jahr um diese Zeit hoffentlich ein paar Sachen einklagen. Dann schauen wir mal, ob das überhaupt noch geht nach so langer Zeit, weiß ich nicht, aber ich kann in Zukunft mich besser absichern. So, 29. Ich habe schon Lemmy und Ozzy Osbourne live gesehen. Also, ne, ich habe schon sowohl schon Motorhead live gesehen, als auch Ozzy Osbourne. Waren beide auf Wacken 2011. Da war ich auch und habe mir die angeschaut. Habe auch schon Judas Priest live gesehen. So, war ebenfalls auf Wacken. Und viele andere Fakten auch noch, aber ich kann jetzt nicht alle mit reinnehmen, deswegen steht jetzt Lemmy und Ozzy Osbourne quasi für Lemmy the Killmaster und Ozzy Osbourne stehen jetzt stellvertretend für alle anderen Bands in die Richtung. So, Fakt Nummer 30, und da muss ich gleich runterscrollen. Mein Musikvideo von Skurskur hat inzwischen über 2,1 Millionen Aufrufe. Also hat über 2,1 Millionen. Ja, 2.100.000 und ein paar zerquetschte. Es ist echt, echt, echt krass. Ich habe echt nicht damals damit gerechnet, dass wir so einen Durchbruch damit starten. Das Durchbruch. Macht sich die ganze Welt drüber lustig, aber ja, ist ein Durchbruch. Irgendwo schon. Aber es ist, ja. ist richtig übel. Richtig übel. Am 11.11.2021 bin ich seit 10 Jahren auf YouTube und mache Videos. Das muss man dazu sagen. Ich mache auch Videos, ZTL. Auf YouTube bin ich schon seit, ich glaube, dem 23. August 2011, aber 2021 am 11.11. mache ich das erst. 23. August 2011.
Naja, dann hat er ja da sein noch anonymes Jubiläum auf YouTube. Und am 11.11. kann man sich freuen, dass seit 10 Jahren absoluter Dünnschiss auf YouTube hochgeladen wird. Aber gut. Dann mache ich seit 10 Jahren YouTube. Ich bekomme zu viel unnützes Zeug von Hatern. Ist der Fakt Nummer 32. Hater stehen ja immer drauf, mich zu verarschen, mich zu ärgern oder mir irgendwie auf den Zeiger zu fallen. Und deswegen machen viele Hater es so, dass sie mir irgendwelchen Blödsinn schicken. Sachen zum Beispiel von Amazon, die aber nicht von meiner Liste sind auf Amazon. Und andere Geschichten in die Richtung. So, Fakt Nummer 33. Ich liebe Regen. Und Fakt Nummer 34, ich hasse Kälte. Jetzt werden sich wahrscheinlich auch wieder einige drüber aufregen. Ich dachte, du hast keinen Liebling. Oder ich dachte, du magst, du hast nicht. Hast es keine Emotion. Stimmt, hast es keine. Wo? Guck mal, wie er schön schon rumtanzt da. Also, die Konditionierung auf jeden Fall hat funktioniert ganz gut bei ihm bisher. Er macht jetzt schon, ohne dass irgendwer das sagt, bezweifelt, dass das irgendwer drunter geschrieben hätte, bringt er schon die Aussagen. Gut, aber schon. Wie dem auch sei. Fakt Nummer 35. Ich bin in meinem Leben fast gestorben. In Klammern und das dreimal. Ich bin einmal fast ertrunken. Einmal, das möchte ich nicht erzählen. Okay. Und einmal bin ich als Kind fast gestorben. Ich habe als Kind, ich weiß nicht, ich war ein halbes Jahr alt oder so. Und wir haben halt, das weiß ich nur aus Erzählungen. Und ich hatte da 40, 42 Fieber als Kind und bin dabei fast draufgegangen. Es war damals. Warum rutscht es immer runter? Ich hätte noch einen Fakt. Und zwar, ich hasse meinen Stuhl. Herrlich. Holt sich einen Gaming-Stuhl, weil er sagt, dass er jetzt hier auch so ein High-Level-Shit-YouTuber ist. Dann braucht man natürlich so einen episch geilen Gaming-Stuhl, die auf normale Körpergröße ausgelegt sind. Aber für so ein Krokettensilo sind diese Stühle halt nicht wirklich gedacht. Und natürlich ist der Stuhl dann eigentlich komplett ungeeignet für dich. Und du hättest tatsächlich eher bei so einer Couch bleiben müssen, damit halt dein Zentaurenarsch da irgendwie auch irgendwie halbwegs Platz hat, ne? Und ja. Das ist deine Arschbomben, die du da auf die Couch abfeuerst. Die müssen ja auch irgendwie abgefedert werden. Deswegen ist der Stuhl da, glaube ich, auch nicht so richtig gut für geeignet. Jedenfalls nicht auf lange Sicht jedenfalls. Boah, Alter. Fakt, ich hasse meinen Stuhl, ganz ehrlich. Es ist so eine verdammte blöde Drecksscheiße. Herrlich. Einmal schön, er kauft sich irgendwas und findet es scheiße. Guck, es legt er sich da schon so Decken drunter, weil er halt. Ja. Weil er seinen Arsch polstern muss. Auf diesem Stuhl, weil er halt so unbequem ist. Aber es musste natürlich der geile Gaming-Stuhl von Diabolo sein, ne? Ist ja klar. Was so lange Zeit hat es super funktioniert und jetzt funktioniert es nicht mehr. Ich könnte kotzen. Also, ich bin als Kind mal fast gestorben. Da war ich. Ja, ein halbes Jahr alt, 40 Fieber, keine Ahnung, kannst dich nicht dran erinnern. Fertig, mach nächsten Fakt. Ein halbes Jahr alt, wie gesagt, irgendwas in die Richtung. Und naja, ich habe damals 40, 41, 42 Fieber gehabt und wäre dabei fast an einer Magen-Darm-Grippe gestorben. Meine Mutter hat mich damals zu Hause gepflegt, hat sie gesagt. Da ist sie auch ganz stolz drauf.
Aber um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht klüger gewesen wäre, mich ins Krankenhaus zu bringen, weil ich oft schon Überlegungen in die Richtung hatte, dass es vielleicht mich nachträchtig beeinträchtigt hat. Nachträchtig beeinträchtigt hat. Der Satz war, der geht in die Geschichte ein. Mich nachhaltig beeinträchtigt hat, meine ich. Ah. Aber dazu möchte ich jetzt mich nicht genauer äußern. So, Fakt Nummer 36 wäre, ich bin über 1,90. Glaubt es oder lasst es, weil viele labern dann Scheiße, du bist keine 1,90. Ja, dann glaub's nicht. Mein Maßband sagt was anderes. Dann hast du natürlich noch einen Kiss. Schweinchen schlau, lass es bleiben. Das in jedem Video kommt das einmal vor. Es dir nicht passt, dann lass es. Fakt Nummer 37, und eigentlich wäre das ein perfekter Fakt Nummer 32 geworden, merke ich jetzt im Nachhinein. Ich bin 32 Jahre alt. Ich weiß, ich sehe aus wie 20. Nee, 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 nee. Siehst du nicht. Siehst du aber sowas von dich. Tue ich halt einfach wirklich, ne? Irgendwie. Nee, nee. Ich meine, ich habe keine Falten. Nee, nein, gar nicht. Nee, nee. Ein bisschen hier vielleicht. Es geht nicht um Falten, Rainer. Ich weiß nicht. Als Jugendlicher habe ich immer ausgesehen, als wäre ich irgendwie um die 25. Und als ich dann irgendwann die 25 überschritten hatte, sah ich aus wie 25, obwohl ich schon über 30 bin. Ja, wenn man sich das selber oft genug einredet, stimmt's auch irgendwann, richtig. Keine Geil, ne? Wenn einem das niemand sagt, aber man es trotzdem glaubt. Herrlich. Ahnung. So, Fakt Nummer 38 ist, Aber er ist ich ja kein Narzisst, Leute. Nein, nein. hatte meinen ersten Samenerguss. Oh, was sind das für Fakten, ey? Was, jetzt kommt's wieder. Leute, mit 6 habe ich schon, oder mit 7, oder was er damals gesagt hat. Warum weiß ich überhaupt so? Vor meinem Kopf ist Platz mit dieser Information verschwendet. Ach, egal. Ja, hurra. Ja, habe ich wirklich gesagt, mit 7. Ja, gratuliere. Geil. Willst du jetzt einen Orden haben, oder was ist die Aussage davon? Jetzt werden wahrscheinlich wieder einige Schweinchen schlau daherkommen. Das geht überhaupt nicht. Aha. Jetzt macht er hier. Ey, jetzt fährt man hier wieder hoch. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wie kann man eigentlich so unsympathisch sein? Ich bin echt beeindruckt. Aber gut, ist egal. Dann fragen wir jetzt mal nach den großen Meister, der schon mit 7 abgespritzt hat. Beweis uns das Gegenteil. Kann Was? er irgendwie auch nicht. Du dabei? Du Rainer, ich möchte nicht dabei sein, wenn du. Danke. Es geht durchaus. Es gibt Sonderfälle. Und falls ihr es noch nicht gemerkt habt, ich bin in Ich Sonderfällen. bin was Besonderes, Alter! Glaub mir das! Verdammt nochmal! Ich bin ein ganz besonderer Mensch. War ich schon immer. Da sieht man wieder, das ist echt heftig. Das lässt wieder sehr tief blicken, auf jeden Fall. Er muss immer was Besonderes sein. Er hat bunte Augen, die er selbst steuern kann. Er kann von Tag zu Tag 15 Kilo zunehmen oder abnehmen, wie es ihm gerade passt. Er hat mit 7 schon abgespritzt. Ja. Er ist größer als der Durchschnitt, ist über 1,90 groß. Er ist auf dem Boden geblieben und nicht so wie die anderen großen YouTuber, die ja alle so arrogant und abgehoben sind. Komischerweise sind die wesentlich mehr sympathisch als er und halt nicht so arrogant wie er, aber hey, mag wohl nur Zufall sein. Ja. Weil in so vieler Hinsicht, meine Augen, meine Ohren und alles andere. Alles andere? Ich bin was Besonderes, Allah. Ich bin ein Sonderfall, warum auch immer.
Ich bin's nicht gerne. Ich habe nicht drum Nein, gebeten. ich bin's nicht gerne. Ich rede nur die ganze Zeit davon, wie geil ich mich dabei fühle. Und man merkt es doch auch, wenn du davon erzählst. Oh, ich kann meine Augenfarbe ändern, Leute. Ich bin was ganz Besonderes. Nein, ich bin das nicht gerne. Ach Quatsch. Oh, jetzt habe ich hier wieder meine Arroganzgrenze überschritten. Jetzt muss ich wieder zurückrudern und mich hier ins Ruderboot setzen. Zack, 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 zack. Leute, ich mag das ja gar nicht. Ich finde das ja total selber scheiße und so. Aber wenn ich davon erzähle, bin ich immer total davon überzeugt und find's saugeil. Aber. Eben, ist eben so. Also, ja, ich hatte meinen ersten Samenerguss mit 7 Jahren. Warum auch immer. Ja, schön. Ich wünschte, ich hätte ihn später gehabt. Das hätte nämlich noch gereicht. Das hätte noch gereicht, was? Denn daran, dass ich mit meiner ersten Freundin in der Kiste war, hat es auch nichts Mit geändert. meiner ersten Freundin in der Kiste, ja. Hast du damals schon die aufblasbare Puppe gehabt, oder was? Meine Fresse, ey, das kannst du dir doch alles nicht ausdenken, ey. Stellt er sich da wieder als den krassen Ficker dar? Ja, auch in dieser Hinsicht bist du was Besonderes, Rainer. Wenn man. Ach, seien wir doch ehrlich, der ist immer noch Jungfrau, als ob das irgendwer glaubt. Also hat mir das nicht wirklich viel gebracht. So, Nummer 39. Meine erste Freundin. Ja, Und hat es nie gegeben, liegt im Schrank und ist gerade die Luft raus aus der Beziehung. ja, ich rede von meiner ersten Freundin, weil ich nicht von einer ersten Freundin davon ausgehe, nur weil ich mit ihr Sex hatte. Ja? Meine erste Freundin habe ich in einem Schloss kennengelernt. Oh. Da waren wir 14 ungefähr. Oder ich war 14, sie war 13, glaube ich. Das war in einem Konfirmandenunterricht, beziehungsweise zur Zeit, als ich konfirmiert habe, das war mit 13, Ach, du 14, hast konfirmiert, die anderen. Ah. waren wir damals in der Situation, dass die ein Punktesystem bei uns in den Konfirmandengruppen eingeführt haben. Und man musste eine bestimmte Konfirmandengruppenzahl ha man musste eine bestimmte Konfirmandenpunktzahl haben, damit man konfirmiert wurde. Fragt mich nicht, warum das so einen Schwachsinn eingeführt haben. Musste man halt einfach machen. Ich persönlich als Einzelgänger, ungeselliger Typ, wurde gezwungen, mich irgendwelchen Leuten mit hinzusetzen und mich mit diesen Leuten zu unterhalten und Zeit zu verbringen und alles. Ich weiß nicht, Erziehung mal anders. Ich war immer ein sehr introvertierter Mensch, ich war sehr in mich gekehrt, habe immer sehr viel, keine Ahnung. Ich war nicht der Typ, der sich anderen mitteilt. Ich war der Typ, der... Ja, dann wärst du das doch Mann geblieben. Dann hätten wir jetzt hier nicht irgendwelche Kackvideos auf YouTube. der still in der Ecke gesessen war und Gameboy gespielt hat. Oder Musik gehört. Oder ja, jetzt gelesen, nicht unbedingt in der Schulzeit. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich war der Typ, der halt immer am Rande war. Und ich war froh darüber. Ich war glücklich darüber. Ich hatte... Ja, schön. Du wolltest uns gerade irgendwas anderes erzählen und jetzt sind wir wieder bei. Ach Leute, ich bin ja schon wieder was ganz Besonderes. Ich bin ja hier nur der Introvertierte. Na, also. Gut, ich teile mich gerade der ganzen Welt mit, aber sonst. Nö. überhaupt nicht Interesse daran, mich irgendwie mit Leuten groß auseinanderzusetzen, weil ich halt auch schon in der Vergangenheit sehr viel angegriffen und angepisst wurde. Und deswegen war ich immer schon eher der Typ, der sich lieber im Hintergrund... Wurde angepisst. Herrlich. waren dazu gezwungen. Und ich habe damals halt verschiedene Punkte angesetzt und ich habe mir halt gedacht, zieh's durch. Wir brauchten, glaube ich, 120 Punkte oder so. Und verschiedene Aktionen, die haben eine Liste gehabt mit verschiedenen Sachen und Punkten und Aktionen. Und haben halt gesagt, ja, du musst halt bestimmte Sachen machen, damit du Punkte kriegst. Und diese Aktion mit dem Konfirmanden Castle hieß das damals, Confi Castle, war es damals auch so, ich musste damals immer alles so einjugendlichen, ja, dass das 50 Punkte gegeben hat. Das war das, was die meisten Punkte gegeben hat. Und ich habe dann, und man hatte nur eine begrenzte Anzahl. Ich glaube, es durften sich, glaube ich, nur 10 Mädchen und 10 Jungs. Ich glaube, ich durften sich insgesamt nur 20 Leute anmelden. Und ich war dann halt einer der ersten. Ich stand dann, glaube ich, als zweiter oder als dritter auf der Liste, weil ich mir gedacht habe, ich ziehe es gleich durch, bevor ich ewig und ewig auf ewig, ewig, ewig. Ja. Bevor ich ewig dann da mit die Punkte rumeier und damals 5 Punkte, damals 10 Punkte, damals 20 Punkte, weil die meisten Sachen haben ausgesehen wie da 50 Punkte, da 20 Punkte, da 10 Punkte, da 5 Punkte. Da war das Ding mit 50 Punkten da einfacher zu reißen.
Und deswegen habe ich halt gedacht, ich nehme mir die Sachen mit den meisten Punkten, damit ich am wenigsten machen muss. Ja, und das war halt mein Vorteil, weil dann habe ich auf die Art und Weise das Konfi-Casual gehabt. Und da habe ich sie damals kennengelernt. Sie war auch eine Konfirmandin, aber eine andere Konfirmandin aus einem anderen. Das klingt alles so, als würde er von seiner Ehefrau sprechen. Oh, so haben wir uns damals kennengelernt. Jetzt muss man sich dazu reinziehen. Die waren 13. Und mit der hat er jetzt nicht gevögelt. Also, wir wissen ja, dass er mit keiner gevögelt hat. Aber die hat er halt dadurch da kennengelernt. Und das war so romantisch auf diesem Schloss, wo sie auch hin musste, weil sie auch diese Punkte brauchte. Und natürlich macht jeder das Mindeste, was man da braucht. Und überlegt sich natürlich, wie komme ich da am besten durch. Deswegen ist das eigentlich jetzt auch kein Wunder, dass sie jetzt da war und er auch. Aber gut. Ja, Rainer, guck mal, so kann das gehen. Und was dann? Habt ihr geheiratet jetzt und seid glücklich zusammen? Aus einem anderen Konfirmandenkreis, aus einer anderen Region, aus einem anderen Bereich. Und wir haben damals hatte ich schon ein Handy, mit 14 hatte ich ein Handy, aber das war kein so ein Handy wie heute, ne? Das war nicht sowas, das so, kennst du ein Smartphone? Handy für Jugendliche? Ja. Smartphone für Jugendliche? Nein. Aber gut, habe ich Ja, da. als du 14 warst, schreiben wir auch das Jahr 2003. Also, natürlich. Damals, hätte ich damals nicht gekriegt, hätte ich damals auch gesagt, ich will es nicht, ja, beziehungsweise wollen hätte man natürlich schon. Aber ich würde meinen Kindern zum Beispiel kein Smartphone geben. Ich würde ihnen ein Handy in die Hand drücken und sagen, wenn irgendwas ist, ruf an. Du hast Guthaben auf dem Handy, du kannst auch ein bisschen mit deinen Freunden SMS schreiben und reden. Wer zum Geier schreibt denn noch SMS? Aber du kannst halt nicht irgendwie, ja, ins Internet mit dem Ding. Ja, geil, Rainer, deine Kinder werden die richtig lieben. So, ich würde schon ein bisschen darauf achten. Aber gut, lange Rede, gar keinen Sinn, bevor wir jetzt hier ewig und 3 Tage noch rumdiskutieren. Das Video ist sowieso schon wieder. Warum beeile ich mich eigentlich so? Wir haben doch Zeit. Wir haben doch Zeit. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Du hast den ganzen Tag Zeit. Ihr habt mir deutlich zu verstehen gegeben, dass ihr kein Problem damit habt, wenn die Videos länger sind. Und meine Stimme jetzt schon wieder kratzig wie Sau. Also. Es war dann halt so, dass ich die da kennengelernt habe und wir da eigentlich, wie gesagt, ich bin eigentlich so der Typ gewesen, ich habe mich eigentlich immer am Rande aufgehalten. Und sie war auch ein bisschen so. Sie hat sich auch ein bisschen so am Rande aufgehalten. Sie hatte kein Problem damit, mit den Leuten was zu machen, aber ich habe dann meistens ein bisschen so die Zeit mit ihr verbracht. Sie hatte auch ein, zwei Zimmer weiter ihren Platz, wo sie geschlafen hat. Und also so ein, zwei Häuser. Unsere Gruppe war im Torbogen. Ja, aber wenn du durchs Tor reinkommst, da war so ein Torbogen und da waren Zimmer eingerichtet im Torbogen. Ja, war cool. War echt cool. Da haben wir im Torbogen geschlafen. Genau. Ich glaube, die Mädchen auf der linken und die Jungs waren auf jeden Fall auf der rechten Seite. Oder waren die Mädchen ganz woanders? Das kann auch sein. Auf jeden Fall war es so, dass wir dann da uns kennengelernt haben und auch Kontakt gehalten haben über Handy, über WhatsApp. WhatsApp gab es damals ja noch nicht. Über Handy und Aha, jetzt wird's hier interessant. Warst du etwa vor kurzem erst auf der Konfi-Freizeit? über SMS. Ja, ich bin Steinzeitmensch, mein Gott, da gab es Oh kein. Leute, ich bin so alt. Mein Gott, damals gab es noch kein Internet. Also eigentlich schon, aber halt nicht auf dem Handy. Ich bin so alt, Leute. WhatsApp. Mein erstes Handy war ein Nokia 3310. Weißt du Bescheid? Na gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Es lief dann darauf hinaus, dass dabei nicht wirklich weiter was rausgekommen ist. Schön. Dann bitte jetzt nächster Fakt. Was Und leider hat man sich dann aus den Augen verloren. Man hat irgendwann Schluss gemacht und hat ihr das sein Leben weitergeführt, nehme ich mal an. nimmt ihn immer noch mit damals, was vor 18 Jahren passiert ist. In einer Kindergartenbeziehung, wie sie halt immer so sind in dem Alter. Ist doch logisch. Da ist noch nicht viel mit rumpimpern und keine Ahnung. Also schon irgendwo, aber das sind dann wirklich Sonderfälle. Da ist dann so ein bisschen Händchen halten und na, guck mal hin und sowas halt. Und, naja. Ja. Ist doch schön, wenn du zumindest eine Beziehung in deinem Leben gehabt hast. Immerhin. Es hätte so normal weitergehen können, aber nein, ist es nicht. Also ich meine es auf jeden Fall und sie ihren es mit Sicherheit auch. Ja, wird sie sich bestimmt noch so genauso wie du dran erinnern und dem richtig hinterher trauern und da hätte ich mal den Rainer. Mann,
So ein Mist. Naja. War jetzt halt auch so, dass wir uns gar nicht treffen konnten. Wir haben uns nicht gesehen. Wir konnten uns halt einmal küssen, weil wir uns eben nicht getroffen haben. Ne? Weil wir einfach zu weit, wir haben einfach zu weit auseinander gewohnt. Das waren damals 50 bis 100 Kilometer. Und das war einfach zu weit. Das war zu weit, viel zu weit. Für uns als Kinder konnten wir konnten damit nichts anfangen. Genau. So, nächster Fakt. Und damit müssen wir jetzt endlich mal weitermachen. Ist jetzt wieder Schlaganfall? Immer zwischen den Zähnen. Aber zum Glück in der Backe, das sieht man nicht. Wahrscheinlich nur so ein halbes Schwein, oder was du da hast. Wenn ich natürlich so lächel, schon. Okay. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Genau. Fakt Nummer 40. Damit sind wir bei den letzten 10 angekommen, Leute. Ich hatte letztes Jahr einen Dreier mit zwei Mädels. Ja. Ja, genau, Rainer. Hast du deiner rechten und linken Hand Brüste gemalt, oder was hast du jetzt gemacht? Ja, genau. Ja, Rainer, aber absolut. Kauft dir jeder ab. Absolut. Absolut, Rainer. Ja. Hast du... Das, also... Ich weiß, die Hände werden das klein. Natürlich. Ja, dann zeig doch mal die großen Beweise. Das hättest du doch jemandem erzählt schon längst. Behaupten kann man viel. Dann sag doch mal, dass es so ist, Rainer. Klar, aber glaubt dir das keine Sau. Was glaubst du denn? Einreden, aber... Ja. Oh, ey, dieser Blick, das ist der letzte. Okay, komm, machen wir weiter. Okay. Ich weiß, das ist super. Ja, Rainer, garantiert. Okay, Fakt Nummer 21. Ich habe mehr Poster als Klamotten, Socken ausgenommen. Ich habe tatsächlich mehr Poster als Socken. Als Klamotten. Wobei ich weiß, ob man die Socken sogar mit einrechnen muss. Also ich hab auf jeden Fall sau viele Poster. Allein in dem Zimmer hier hängen bestimmt 30 Stück, 40 Stück. Irgendwie muss man ja die Schäden in den Wänden überkleben. Und die ganzen Löcher überall und den Schimmel. Da braucht man nun mal viele Poster. Und ich habe vielleicht 50 Shirts im Ganzen. Okay. Also muss ich mich ein bisschen beeilen, weil es rennen hier schon wieder Idioten rum und ich möchte das Video im Idealfall in einem Stück machen, aber das wird wohl nichts werden. So, Fakt Nummer 42. Ich rauche standardmäßig 5 verschiedene Kippen. Ja. Das sind ja die Standardkippen, die ich rauche. Ich rauche auch andere Sachen, aber halt hauptsächlich diese 5 verschiedenen Sorten. Ja, und welche sind das? Das wäre jetzt vielleicht mal tatsächlich ein Fakt. Soll ich jetzt aufzählen? Ja. Gauloir Blau, Marlboro, LM, Stäubesand und Winston. Das sind die Kippen, die ich immer rauche. Siehst du wohl, das ist mal ein normaler Fakt, wie jemand den auch in einem Faktenvideo nennen würde. So. So. Ich glaube, ich habe sogar hier in Marlboro habe ich sogar noch eine Schachtel hier. Schön, Rainer. Stäubesand ist die Standard-Kippenschachtel, die ich aktuell rauche. Zeigt er uns hier seine Luggenbrötchen. Die jetzt allerdings leer ist gerade und ich keine Ahnung habe, wo die ist. So. Ja, man kann hier echt keine 5 Minuten in Ruhe arbeiten. Ja, lasse doch. Mach doch einfach weiter. Juckt doch keine Sau. Muss ich leider doch unterbrechen. Tut mir leid. So, ich habe heute das Gefühl, dass mich wieder jeder davon abhalten will, dieses Video aufzunehmen. Das war jetzt die 9. Störung innerhalb von einer halben Stunde, Stunde. Also, wir waren jetzt stehen geblieben beim Fakt Nummer, was war das? 43. Und der Nummer 43 ist, mein Username war schon immer Drache oder Drachenlord. Ganz früher habe ich mal Drachengott geheißen, aber das war nur auf Snapchat. Das war nur auf Skype. Aber überall anders habe ich von Anfang an Drachenlord geheißen. Und den Account von Skype, den gibt es glaube ich eh nicht mehr. Den benutze ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Genau. Ich finde es schwer,
Also, 44. Fakt ist, ich finde es schwer, Vernünftige Sätze zu formulieren. 50 Fakten über mich zu sammeln, die ihr wissen könnt. Natürlich gibt es viele verschiedene Fakten über mich, die ihr natürlich nicht unbedingt erfahren solltet, müsstet oder braucht. Aber es ist ziemlich schwer, tatsächlich Fakten zusammenzusammeln, die für ein Video geeignet sind, beziehungsweise die ich in einem Video verwenden kann. Aber ich habe es geschafft. Die Nummer 45 ist, ich kann schwimmen. Toller Fakt, Rainer. Als nächstes kommt Fakt Nummer 46, ich kann atmen. Ich bin vielleicht jetzt kein Athletschwimmer. Ja, Fett schwimmt doch oben. Natürlich kannst du schwimmen. Oder Marathonschwimmer oder ähnliches. Aber ich kann schwimmen. Ich habe Seepferdchen und ich habe das, ich weiß nicht mehr, das habe ich nicht mehr zu Ende gemacht. Ich habe damals auch das Freischwimmer gemacht, aber ich habe das, glaube ich, nie zu Ende gemacht. Aber auf jeden Fall kann ich schwimmen. Das ist schon Wie mal alles in deinem Leben, fängst du irgendwas an und bringst es nicht zu Ende. ein Fakt, den viele nicht können. Ich habe, das ist der 46. Fakt, ich habe mal 6 Jahre Kampfsport gemacht. Vor etwa 15 Jahren. Viele lachen sich darüber den Arsch ab. Es ist trotzdem ein Fakt. Bleibt das auch immer. 47, ich habe jetzt zusammengerechnet fast mehr als 18 Jahre Hate und Mobbing erlebt. Also wenn man alle Jahre zusammenrechnet, ich hatte ja 10 Jahre in der Schule, ich hatte jetzt 8 Jahre mit dem Ding, so grob habe ich zwischen 18 und 20 Jahre Mobbing-Erfahrung. Und Also aktive Mobbing-Erfahrung hast du auch, weil du selber genauso viel mobbst. Opfer, wohlgemerkt. Nee, nee, nee. Beide Seiten hast du Erfahrung. 48 ist, ich habe 49, das ist auch wieder gut gemacht, Alter. Hätte ich vielleicht also runter machen sollen. 48 ist, ich habe 49er Turnschuhgröße, alle anderen Schuhe, also sprich Halbschuhe und keine Ahnung, irgendwelche Schuhe, die ich für die Ding brauche, für irgendwelche Veranstaltungen, wo man so Spezialschuhe anzieht und was weiß ich alles. Spezialschuhe, Veranstaltungen. Wir haben gesehen, mit was für Schuhen du im Gerichtssaal warst damals. Das waren genau dieselben Schuhe, die du auch sonst anziehst. Deine Hausschlappen. Brauche ich etwa 50. Ja, ich bin auf großem Fuß unterwegs. Sehr nervig. Bei Turnschuhe, wenn Turnschuhe gut geschnitten sind, gehen 48, 49, aber Minimum 49 müssen es normalerweise schon sein. Jetzt kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie die Schuhe geschnitten sind. So, dann die 49 und damit der vorletzte ist vorletzte. Ich habe extrem gute Augen und Ohren. Nachgewiesen. Also ich sehe nachts extrem gut, ich sehe auch tagsüber extrem gut und ich höre. Ich sehe tagsüber extrem gut. Wundervoll. Ja, nachts schaltet er dann seine Augen auf Nachtsichtgerät ein und dann hat er Sicht absolut glasklar in der Nacht. Und Ohren natürlich genauso. Die sind nicht kaputt gemädelt von dem ganzen laute Musik hören über mehrere Stunden und das ja nicht einmal in einem Jahr oder einmal im Monat. Nein, 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 davon sind die nicht beeinflusst worden, die Ohren. Nein, nein. Garantiert nicht. Auch extrem gut. Ja, du hörst das Gras wachsen, ich weiß schon. Ich höre meistens schon die kleinsten Ach Veränderungen. so. Ich habe sogar schon Katzen im Gebüsch rascheln hören. Oh. Und das will schon was heißen, weil eine Katze normalerweise lautlos ist, wenn sie ja nicht gerade Hunger hat und rummaunzt. Kurz gesagt, gute Ohren, gute Augen. Bin ich froh drüber. Schön. Wobei das vermutlich nicht immer so bleiben wird. Also ich habe auch schon gemerkt, dass meine Augen inzwischen auch ein bisschen nachlassen. Ich habe zwar immer noch eine gute Nachtsicht, aber ich habe zum Das Beispiel schon Nachtsichtgerät funktioniert noch, das ist gut. Probleme, wenn ich jetzt so extrem kleine Schrift oder irgendwas lesen muss. Aber ansonsten habe ich gute Augen. So, dann haben wir die 49. Nee, das war ja schon 49. Dann haben wir den Fakt Nummer 50 und damit den letzten Fakt. Das Video ist hier jetzt zu Ende. Ich werde es noch bearbeiten, hochladen und dann werde ich den Rest des Lüge, Abends. überarbeitet hast du hier überhaupt nichts. Nicht mal das Bild, was du am Anfang einblenden wolltest, hast du eingeblendet. Da wird überhaupt genau gar nichts passieren. Du hast einen Cut gesetzt, beziehungsweise zwei. Einmal, wo du nach draußen gemeldet bist und einmal, als du von draußen wiederkamst. Das war alles. Und was ist das wieder für ein Fakt? Also, ei, ei, ei. Ist chillen.
Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Ich werde es noch bearbeiten und hochladen. Das will ich auf jeden Fall heute noch machen. Jetzt ist es 21 Uhr gleich gar. Mit ein bisschen Glück schaffe ich es noch vor 12 Uhr. Das sollte hinhauen. Und dann könnt ihr das euch anschauen. Entweder heute oder natürlich dann auch morgen. Oder für euch dann heute. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Euer Drache und tschö tschö. Ja, nee, ist klar. Ja, das waren 50 Lügen über mich. Ja, das hat ihn wieder sehr sympathisch gemacht, dieses Video. Absolut. Absolut. Richtig auf dem Boden geblieben, nicht abgehoben, nicht arrogant, nicht von sich selbst überzeugt und total auf sich selbst fixiert. Nein, nein. Versucht ja auch nicht, sich absolut geil darzustellen und seiner, naja, narzisstischen Persönlichkeitsstörung dort gerecht zu werden. Nein, 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 das macht er alles nicht. Er ist ein Mann aus der Arbeiterschicht auf dem Boden geblieben und nicht mehr, Leute. Seht das doch ein. Er ist nicht derjenige. Ja, nichtsdestotrotz, ich würde sagen, ach so, und keine Sorge, jetzt kommt wieder ein bisschen mehr. Dann kann ich mir den ganzen Kram mal ansehen, der jetzt ja von ihm rausgehauen wurde. Dann können wir jetzt mal wieder ein paar Videos rausschmeißen. Deswegen, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und munter bleiben.